Gibt's hier noch eine Wurmtransportröhre irgendwo, die ich nicht gefunden habe? Die ich als solche erkannt habe zu dem Zeitpunkt oder so. Hier nicht. Hier wird's mich sehr wundern, aber nein, hier auch nicht. Nein, da wollte ich nicht rein. So war das nicht geplant, mein Herzklop. Hier drin vielleicht. Also ich sehe jetzt nicht wirklich eine, muss ich zugeben. Sie veredeln. Das Ding, wo die Eier rauskommen? Wäre jetzt leicht lächerlich, aber sonst fällt mir nicht mehr viel ein. Ein. Das könnte gut. Das kann ich. Das würde so. Das würde so. Das würde. Das würde sogar, ja. Dies. Ein. Das kann ich nicht. Ja, gut, dann halt nicht. Ja, ist ja gut. Gehst vielleicht rein. Nein, hier auch nicht. Hier gab es ja nur die eine, richtig? Ja, dann. Sieht ein. Fällt mir nicht mehr viel mehr ein, als da nochmal lang zu gehen und zu gucken, ob wir hier. Dies ist die Mutter allen Übels. Ja. All das soll der Körper einer einzigen Kreatur sein? Ja. Sogar die Tür ist von einer Wand aus lebendigen Würmern blockiert. Sag mir nicht, ich muss das Ding nochmal machen. Nein, Gott sei Dank. Aha. Ich sollte euch Monster platt machen, aber nein, ich muss Gravens Aufgabe erledigen. Irgendwie muss ich darauf kommen. Ja, so. Nach langen Jahren des Wartens ist die Zeit endlich gekommen. Heute versammelt ihr euch als Außenseiter und Angreifer. Und morgen schon werden eure Truppen wie eine mörderische Welle durch die Stadt fegen und Vergeltung bringen. Aha. Viel zu lange habt ihr gelitten. Habt unter der Oberfläche ein elendiges Dasein geführt und zuschauen müssen, wie Aggressoren in den Ländern leben, die euch einst gehörten. Wollt ihr auf ewig so dahin vegetieren und dieses himmelschreiende Unrecht weiter dulden? Obwohl ich einer von ihnen bin, hat mich der Feind viel zu lange geknechtet. Mich verspottet genau wegen der Erkenntnisse, die euch jetzt zum Sieg verhelfen werden. Mit meiner neuen Technologie werdet ihr den Gegner im kommenden Krieg nur so dahin messen. Gronterra einnehmen! Und endlich den Platz besetzen, der euch seit langem zusteht! Herrscher des Planeten! Eures Planeten! Eure Zeit ist gekommen! Schon morgen Abend wird die Herrschaft der Zyklopen ein Ende finden! Und ein neues Zeitalter für alle Insekten anbrechen! Der ist also da kaputt. Diese Regler sehen aus wie die, die Graven am Portal benutzt hat. Kann ich mitnehmen? Aha! Kuckuck! Hallo! Mein Gott, das war's! So einfach war die Lösung. Kann das denn sein? Mein Gott, das ist es! Die ganze Zeit lag die Antwort hier, direkt vor meinen Augen, von Anfang an! Und jetzt? Gleich weiß nämlich der ganze verdammte Insektenstaat Bescheid. Stopp! Ich hab's! Das zweite Teil ist ein Kompass für das Wurmloch. Mit dem kann ich sämtliche Türen öffnen. Ich gebe die Koordinaten des Friedensgerichtes ein. Wenn wir denen von Gromna erzählen, werden sie sicher den ganzen Laden mit einer Atombombe hochgehen lassen. Das ist die Lösung. Meinst du?
Okay. Nicht? Moment. So. Sie haben sehr gute Arbeit geleistet, Max. Tu ich immer. Es ist wirklich eine Schande, dass... ich aus dem Leichenschauhaus entkomme. Und wo bin ich jetzt? Zyklopen? Käfer? Mutter? All diese Monster müssen irgendwas bedeuten. Aber was nur? Hättest du dir mal das Video von Jean-Gilles und mir angeguckt? Wüsstest du jetzt Bescheid. Eine Frauenleiche. Ich bin auch bald hinüber, wenn ich hier nicht rauskomme. Ach was? Die Türen sind zugefroren. Ich muss hier raus. Diese Tür ist der einzige Ausweg. Ja, dann mach doch auf. Okay. Vorsicht, Max. Je näher Sie Ihrem Ziel kommen, umso gefährlicher wird's für Sie. Irgendeiner will Sie auf ewig hier behalten. Jemand, der alles tun würde, damit Sie die Klinik nicht verlassen können. Aber warum? Was habe ich denn getan? Ich kann nur sagen, dass es einen Untergang bedeutet, wenn Sie hier rauskommen. Aber Ihre Zeit ist kurz. Verschwenden Sie sie nicht mit Fragen an mich. Die Luft wird immer eisiger und bald schon muss ich in meinen ewigen Schlaf zurückfallen. Ja, schlaf doch ein, wenn ich dich eh nichts fragen darf. Jetzt wird's auf einmal so kalt. Die Temperatur fällt. Sie wollen, dass Sie so einschlafen wie ich. Für immer. Für immer? Sie müssen diesem eiskalten Grab entfliehen und auch die anderen Geheimnisse lösen. Okay. Darf ich jetzt muss Tür öffnen. Hier rauskommen. Ja, dann mach doch die Tür einfach auf. Was? Was soll das? Was? Wie? Muss ich jetzt irgendwie irgendwas verstehen hierbei? Aha. Ach, verflixt. Okay. Aha. Okay. Haha, Tür geöffnet. Die haben aber eine bescheuerte Tür, du. So, was geht denn hier? Wie viele Leichen hier wohl verbrannt worden sind? Ah, Krematorium, Ofen, ne? Macht ja irgendwo Sinn. Nein, vielleicht was anderes. Doch, das macht Sinn, glaubt mir. Auf dem Schild an dieser Leiche steht 7. Nein, vielleicht was anderes. Auf dem Schild hier steht 9. Auf dem Schild an dieser Leiche steht 2. Nein, vielleicht auf dem Schild. Eine Menge Werkzeug. Zu weit weg. Ja, dann geh doch hin, du Pfeife. Zu weit weg. Ach, du bist doch. Ach, alles doof hier. Na also. Ein Universal-Schraubenschlüssel. Mit dem kann ich jetzt was tun? Das funktioniert nicht. Ich würde ja gerne, aber besser nicht. Das kann ich hier nicht gebrauchen. Warum? Weil's sich anbietet, du Pfeife. So. Nein. Ja. Ich sehe jetzt die Aufgabenstellung hier nicht, möchte ich zugeben. Also gehen wir einfach. Die Tür ist verschlossen.
Wir haben ja einen Universalschlüssel, auch wenn er verschrauben ist. Ja, genau. Hau die Tür. Ich sehe es schon kommen. Der haut irgendwann einfach die Tür. Auch wenn ich es nicht will, er haut die Tür. Sinnfrei. Alles sinnfrei. So. Aua. So viel dazu. Der Künstler hat ihr Hemd vergessen. Was hält sie? Der Künstler... Was weiß ich, was sie hält? Du stehst da direkt um die Ecke. Auf dem Stein steht... Erik R. Macht euch an die Arbeit, ihr Würmer. Sogar die Bäume hier sind nicht ganz normal. Du bist auch nicht von der... Hallo? Der Baum bewegt sich. Der Baum Ich dachte, ich könnte mich jetzt mit dem unterhalten. Hallo, Baum? Der Baum Ach, du bist so langweilig. Okay. Ich habe immer noch keine Ahnung, wie ich hier laufen soll. Da kommt ein schönes, warmes Licht durch. Gehen wir doch mal hin. Stellen wir uns doch mal rein. Hilft das vielleicht was? Da nicht kommt ein wirklich. Der Künstler. Nö. Hilft nicht. Grabstein Steffen B. Setzte Noten als Komponist. Zersetzt sich jetzt. Oh, ihr seid. Schwer zu lesen. Gab's da nicht irgendeinen alten Trick, um alte Kratzer wieder lesbar zu machen? Ja, gibt's, aber bestimmt nicht mit... Komm schon. Das ist nicht... Ich wollte doch gerade sagen, nicht mit einem Universalschraubenschlüssel. Interessanter Stil. Besser als die anderen komischen Figuren. Das behauptest aber auch nur du. Okay. Wir sind im Krematorium. Ich habe keine Ahnung, was wir tun sollen. Schauen wir uns doch nochmal an, ob wir hier noch irgendwo irgendwas anklicken können. Oder hier zum Beispiel weitergehen. Haha, hier ist was. Was zum Teufel haben Sie vor? Wie bitte? Sie haben die Hälfte meiner Mitarbeiter entlassen und einen Großteil meines Budgets gestrichen, obwohl ich so knapp vor der Entdeckung eines Gegenmittels stehe. Ah, Ihre Forschungen. Darf ich Sie daran erinnern, dass Mercy gegründet wurde, weil mein Hope-Medikament erfolgreich war, nicht wegen Heilungsfantasien? Anstatt Ihre Kräfte auf ganz neue Wege zu verschwenden, sollten Sie mein Medikament weiterentwickeln. Ich dachte, das sei Ihnen klar, aber Sie sind wohl doch nicht so intelligent, wie ich dachte. Na, ich denke, ich habe Sie durchschaut. Sie wollen gar keine Heilung. Alles, was Sie wollen, ist mehr Geld und Ansehen für Hope. Sie verdammter Bastard! Geben Sie meine Leute zurück! Ansonsten werde ich gehen! Ich nehme alle meine bisherigen Ergebnisse und mache eine eigene Firma auf, die wirklich helfen will, statt Geld zu scheffeln! Ich kann nicht fassen, dass Sie so schlecht von mir denken, Max. Sie übertreiben die ganze Sache und nehmen alles zu persönlich. Ihre Schwester ist nicht an DNAV gestorben. Ich... es tut mir leid. Na schon gut. Die Kürzungen sind statistische Notwendigkeiten. Denn es ist natürlich schwierig, Forschung gegen bewährte Behandlungsmethoden aufzurechnen. Schauen Sie. Sie brauchen Mercy nicht zu verlassen, um Ihr Projekt weiterzuführen. Ich schaue mir die Kurve nochmal an. Wir finden eine Lösung. Irgendwie... Hab Bilder vor Augen. Vertraue ich dem trotzdem nicht. So.